Sie musizieren aus vollen Kehlen und Kästen und gewinnen beim Musikantenstadel damit den Stadelstern. Sie jodeln aus vollen Lungen und holen sich damit den Prix Wallo. Sie singen und sie jodeln und sie musizieren und gewinnen damit sogar bei den größten Schweizer Hits. Ja, in alpinen Landen sind Ösch die Dritten unbestritten Könige. Jetzt aber wagen sie sich in die Weiten des Nordens. Reto Kohler und Raphael Gubler über die Bergkehlen in Finnland. Die Öschs gehen baden. Im finnischen Niemandsland können die Schweizer Volksmusikstars ganz sich selber sein. Bassist Mike Ösch gibt alles. Auch im Kampf ums Floß lässt der ehemalige Skiprofi die Muskeln spielen. Vater Hans-Uli Ösch schaut lieber vom Strand zu. Ihr nehmt es gerade noch ein bisschen ruhiger, oder? Eher, ja, ja. Das längt schon bald am Wasser. Sicher? Ja, ja. Melanie Ösch und ihre Familie können es einfach nicht lassen. Auch am Strand dauert es nicht lange, bis sie die Instrumente zücken. Für Kevin Ösch ist das Gitarrespielen fast schon eine Manie. Öschs sind unterwegs nach Haapavesi, an ein ziemlich raues Folkfestival, wo die Stars aus dem Musikantenstadel die klaren Außenseiter sein werden. Für uns ist Musik einfach grenzenlos. Also ich sage, Volksmusik ist Herzmusik und Herzmusik kennt keine Grenzen. Und, es ist auch schön, mal, ja, mal schauen, was machen die hier oder manchmal findet man sogar Parallelen, wo man es gar nicht denken würde. Und so Sachen sind spannend. Also man muss nicht das unbedingt jetzt, immer probieren, eine Schublade einzuordnen. Stundenlang fahren sie durch menschenleere Wälder, Seite an Seite in ihrem 3,5-Tonnen-Bus. Endlich Ankunft im 7000-Seelendorf Haapavesi. Auch nach langer Fahrt im engen Bus ist der Ösch-Clan noch munter. Die Unterkunft ist ein Studentenheim. Bei Kevin Ösch klemmt der Schlüssel. Nee, ja Leute, da ist niemand da. Irgendwann klappt's dann doch. Hier wird die Konzerttour zum Klassenlager. Es ist total Abenteuer pur. Also jetzt sind wir den grossen Weg und schauen, ob wir im Nord duschen haben für alle morgen. Aber das ist cool. Am Haapavesi-Festival genießen die Besucher die helle Sommernacht bei viel Bier und noch viel mehr Zigaretten. Das Festival ist super. Weil Haapavesi so klein ist, ist dies einer der Höhepunkte des Jahres für uns. Die Öschs passen sich den einheimischen Sitten schnell an. Und einem geselligen Beisammensein bei einer Büchse Bier gehen sie sowieso selten aus dem Weg. Ab Mitternacht geht's dann richtig los. Jung und alt tanzen vor der Bühne dem Morgen entgegen. Ein einheimischer Rapper bringt Reime dar. Mike und Melanie Ösch beobachten die Konkurrenz kritisch. Nach einer kurzen Nacht gilt's ernst. Draußen wartet ein Fachpublikum. Vorbereitung ist alles. Für was ist das gut, was ich hier mache? Es klingt wie ein Meersäuli. Habe ich noch nie gehört. Ich sage immer, ich nehme auch irgendwo das Telefon läutet. Das ist so ein bisschen meine Lieblings-Easing-Warm-Palti-Übung. Also, richtig gesungen habe ich mich heute Morgen vor dem Soundcheck. Und jetzt ist es einfach noch so ein bisschen zum Auflockern und zum Schauen, ob alles passt. Es passt. So schreiten die Berner mutig auf die Bühne. It's Yodel Time! Anfänglich reagieren die Finnen etwas irritiert.
Doch dann rockt Melanie richtig los. Und plötzlich gehen auch die kühlen Nordländer mit. Jetzt haben die Öschs auch in Finnland die ersten Fans. «Ab in Norden» ist das Sommer das Motto von Östi Dritten. Die bekannte Schweizer Jodelfamilie tourt momentan durch Finnland und Estland. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Das erfolgreiche Familienunternehmen will in Europa neue Märkte erobern. Der Markt von Helsinki. Das ist definitiv ein Ort, wo sich die Frauen von Östi Dritten wohlfühlen. Aber Shoppen ohne Grenzen, das gibt es bei den Volksmusikstars nicht. Denn jedes Mitglied bekommt einen regulären Lohn. Der muss reichen. Ja, ganz normal. Also, wie jeder andere im Job, Ende Monat hat er seinen Lohn. Und dann muss er selber einteilen, was er ausgeben will, was er dann tun will. Wenn es um die Finanzen geht, haben bei den Öschs die Frauen das Sagen. Mutter Annemarie ist die Chefin der Firma Ösch. Was verdient denn ein Ösch-Mitglied? Ich würde sagen, verdient wie einen mittleren guten Handwerker. Also nicht Millionen? Nein, gar nicht. Nein. Und so sind Ösch die Dritten denn auch nicht mit einem luxuriösen Tourbus, sondern mit einem einfachen Lieferwagen unterwegs. Annemarie Ösch ist aber nicht nur Finanzchefin. Wenn sie den anderen Familienmitgliedern Mückenmittel verteilt, ändert sich ihre Rolle plötzlich. Und da kommt wie die Chefin und Mutter ein bisschen zum Zug. Ja, ich sage, gehen einfach ein bisschen gluckern, kommt da ein bisschen zum Zug. Ja, genau. Ja. Für alle schauen. Ja, ja, ja. Für das Wohl der All. Manchmal sogar für mich. Mal für dich gehen. Hauptsache für dich. Nein, nein. Die Angestellten der Öschs laden aus zu einem weiteren Konzert in Finnland. Warum kam die Familie, die in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland von Erfolg zu Erfolg eilt, überhaupt in ein Land, wo sie kein Mensch kennt? Auch hier argumentieren die Öschs wirtschaftlich. Wir hoffen davon Erfahrungen. Und ja, ich denke, im optimalsten Fall, was wir weiter expandieren können, den Markt erweitern. Nach Finnland. Und so geht die Reise danach per Schiff weiter nach Estland. Auf der Fähre zeigt sich, für die männliche Fraktion der Ösch, namentlich für Kevin, steht eher das Vergnügen als das Geldverdienen im Zentrum. Ja, ist ein bisschen ein Player. Ab und zu genießt er schon noch so ein bisschen im Rampenlicht stehen und so ein bisschen beobachtet, angehimmelt zu werden. Ich glaube, die Rolle, die gefällt ihm schon noch. Und diese Rolle scheint Kevin Ösch offensichtlich auch in Estland spielen zu können. Jedenfalls scheinen die Esten durchaus Gehör für Schweizer Volksmusik zu haben. Die Chancen stehen also gut, dass die Expandierung des Familienbetriebs Öschs die Dritten auch wirtschaftlich ein Erfolg wird.